Die Raumstation ist nur das ultimative Waffen in dem Universum. Die Möglichkeit, um einen Planeten zu vernichten, ist nichts verglichen mit der Kraft von der Force. Und damit starten wir unsere heutige Ausgabe zu Bau den Millennium Falcon. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe unseres Bau den Millennium Falcon Bautagebuchs. Es tut mir leid, dass ich gerade diesen komischen Videoeinstieg gewählt habe, aber ein kleiner Shoutout zu Michael, der mir diesen Comic, und zwar den niederländischen Comic zu Star Wars Eine neue Hoffnung, besorgt hat. Ein sehr, sehr guter Comic von den Grafiken her. Und ich finde, Niederländisch ist immer wieder witzig zu lesen. Besten Dank dafür. Kommen wir aber jetzt zum Millennium Falcon. Mittlerweile sind wir bei Ausgabe 72 angekommen, also noch gut 28 Ausgaben. Und wir sind soweit fertig. Mittlerweile haben wir den Unterbau komplettiert und den Oberbau auch. Und zwar möchte ich euch gleich einmal zeigen, was ich alles geschafft habe. So sieht die obere Hülle des Millennium Falcons zurzeit aus. Sie besteht aus vier Teilen: der vorderen und hinteren abnehmbaren Sektion, der Antenne und dem restlichen Rumpf. Die vordere abnehmbare Sektion ist sehr detailliert. Natürlich ist auch die Antenne sehr detailliert und vollständig drehbar. Die vordere Sektion lässt sich sehr einfach über Magneten abnehmen. Theoretisch könnte die obere Hülle komplettiert werden. Dies funktioniert leider noch nicht, da noch einige Teile fehlen. Dementsprechend lege ich das Teil nun nur auf. Betrachten wir nun die Antenne näher. Auch sie ist sehr detailreich. Sie lässt sich sehr einfach in ihrer Ausrichtung verstellen. Dies ist die hintere abnehmbare Sektion. Mit diesem Teil bin ich leider nicht so zufrieden. Auf der Rückseite lässt sich erkennen, wie das Teil zusammengesetzt wird. Auffällig ist der Knick in der Mitte, den ich unbedingt noch beheben muss. Der Knick tritt aufgrund der Spannung zwischen den Teilen auf. Dies ist die vordere abnehmbare Sektion. Die vielen Applikationen lassen es sehr detailreich wirken. Auf der Rückseite sind die Magneten erkenntlich, die das Teil an der Hülle halten. So sieht die obere Hülle komplett aus. Es sind keinerlei Nähte zu erkennen. Hier wird die Spannung deutlich. Sobald das Teil angedrückt wird, verschwindet die Lücke.
Im Vergleich zum unteren Höhlenteil wird die Größe erkenntlich. Beide Teile zusammen nehmen einen kompletten Esstisch ein. Zugegeben, das war eher eine kleinere Ausgabe unseres Millennium Falcon Bautagebuchs. Beim nächsten Mal hoffe ich endlich mit dem Innenraum anfangen zu können, auch wenn ich das immer sage. Da benötige ich aber definitiv Dans Unterstützung, weil wir das gegebenenfalls zusammenbauen wollten. Dennoch danke ich euch, dass ihr heute zugeschaut habt. Wir haben endlich die obere und die untere Seite so gut wie fertig und können uns bald auch an das Lackieren machen. Das wollen wir aber tatsächlich erst, wenn die Seiten zusammengebaut werden, wie beim Originalfilmmodell, das damals auch als ein Teil lackiert wurde. Ich wünsche euch jetzt schöne Pfingsten und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!